herzlich an diesem Freitagmittag zu unserem heutigen DealCircle-Webinar zum Thema Tech Structuring. Auch heute haben wir wieder eine spannende Runde an Experten versammelt, die die Chancen und vielleicht auch Risiken aus der steuerlichen Strukturierung von M&A-Transaktionen von vielen verschiedenen Seiten diskutieren werden. Ich begrüße ganz herzlich dazu dich, Verena Scheibe, Partnerin bei Watson Farley Williams, einer international führenden Beratungs- und Rechtsanwaltskanzlei. Dazu haben wir den Claudius Plettenberg, Managing Director bei der Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Und außerdem in der Runde den Christian Marlitz vom Finanzdienstleister mit Fokus auf Vorratsgesellschaften, der Foris AG. Also er hilft immer dann, wenn es dann bei der Transaktion nach hinten raus nochmal ganz schnell gehen muss. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich auf eine spannende Stunde. Ein kurzer Ausblick, was wir vorhaben. Zunächst möchten wir einmal darüber sprechen, was die steuerliche Strukturierung bei M&A-Transaktionen überhaupt ist und wie eine marktübliche Herangehensweise bei deutschen Targets ist. Danach diskutieren wir, wie eine steuerliche Strukturierung auch optimiert im SPA umgesetzt werden kann. Und zuletzt wollen wir auch noch die Perspektive eröffnen, wie die steuerliche Situation auch des Verkäufers vielleicht eine Chance für den Investor bedeuten kann. Ein letzter organisatorischer Satz. Wie immer wünschen wir uns eine sehr, sehr interaktive und lebhafte Diskussion. Und deshalb seid ihr alle sehr, sehr gerne dazu eingeladen, aktiv euch zu beteiligen. Könnt das machen über den Text-Chat. Das sollte hoffentlich bei dem GoToWebinar-Tool an der rechten Seite bei allen eingeblendet sein. Und auch über Handzeichen, die gegeben werden können. Dann würde ich immer das Mikro freischalten und wir können direkt miteinander diskutieren. Und jetzt, liebe Verena, übergebe ich das Wort an dich und freue mich auf deinen kurzen Vortrag zum Thema steuerliche Strukturierung. Ja, vielen Dank, lieber Kai. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Ja, geht alles? Super. Ja, laut und deutlich. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass wir über ein Thema, was für mich natürlich eine Herzensangelegenheit ist, hier ganz viele Leute aufschlauen können und ja, vielleicht lernen wir auch ein paar interessante Menschen kennen und kommen auf jeden Fall in eine spannende Diskussion. Das ist ja das Ziel für heute. Ich weiß nicht, sehen alle jetzt mein Bildschirm? So, dann ja. Muss ich den hier ein bisschen wegschieben. Ja, also was möchte ich machen? Ich möchte heute mal vorstellen, was können wir machen, wir Steuerberater, um sozusagen vielleicht nicht unbedingt Werte zu schaffen, ne, deswegen dieser Begriff Werttreiber, sondern was können wir tun, damit wir nicht unnötig Geld verlieren bei der Transaktion oder in Folge dann sozusagen des Setups. Das ist letztlich das Ziel. Wir schauen mal hier vorwärts. Das geht jetzt nicht. Wie kann ich hier nach vorne blättern? Entschuldigung. Dieses GoToWebinar, da muss man sich erst eingewöhnen. Ja, also wie gehen wir heran? Wir fangen natürlich immer erst einmal an und schauen uns an, was ist der Status quo? Was finden wir vor? Ne? Haben wir nur ein Add-on, was wir dazu ergänzen wollen? Haben wir einen Private Equity Fonds? Haben wir vielleicht auch eine reine konzerninterne Umstrukturierung vor? So, das sind dann sozusagen ganz spezifische Themen. Ja? Wollen wir nur eine Put-Option umsetzen und so? Also da gibt es natürlich sehr, 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 sehr viele Verästelungen der Umstände, die man vorfindet. Wir wollen uns natürlich nicht verheddern, sondern wir wollen mal schauen, was sind eigentlich so die Klassiker? Also welche Ziele muss ich mit einer normalen Steuerstruktur erreichen und was kommt eigentlich immer wieder? Ja, und wir fangen mal rechts oben an hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht mit meinem Pfeilchen hier. Eines der Haupttreiber jeder Struktur ist eigentlich, wie schaffe ich es, die operativen Erträge, meistens sozusagen die Gewinne des Targets mit meinem Akquisitionsaufwand, mit meinem Finanzierungsaufwand zu verrechnen. Ja, das sind in der Regel getrennte Steuersubjekte. Da gibt es eben bestimmte, ich sag mal, Werkzeuge für, um da hinzukommen. Ja.
ganz oft, ich gehe sozusagen im Uhrzeigersinn weiter, haben wir auch die Frage, wie kann ich zumindest bei Transaktionskosten, die sich ja in der Regel nicht vermeiden lassen, wie kann ich da, wenn sie umsatzsteuerbelastet sind, einen Vorsteuerabzug hinbekommen? Ja? Der erste Punkt führt natürlich zu einer sozusagen nicht zu hohen Steuerquote während der Laufzeit der Beteiligung, während der Punkt hier natürlich sicherstellt, dass man sozusagen in seinen Sources und Uses auch wirklich nur die Netto-Transaktionskosten als Belastung zeigen kann und nicht eben nicht den Bruttobetrag. Wenn man da was falsch macht, stellt man sich ja schon im Vergleich zu einem smart beratenden Erwerber eigentlich schlechter. Ne? Wir haben hier eh für die Diskussion ist erstmal die Erwerberbrille uns aufgesetzt. Bei Verkäufer, wenn man den Verkäufer berät oder auf Verkäuferseite unterwegs ist, gibt es ohnehin nicht ganz so viel zu strukturieren. Da ist der Aufwand einfach weniger. Ne? Ziel jeder Struktur, ich gehe rechts unten weiter, ist die Vermeidung von sogenannten One-Off-Steuern, also einmaligen Steuern. Das meint insbesondere Grunderwerbsteuer, natürlich auch Ertragssteuern jetzt aus der Aufdeckung von stillen Reserven. Das will natürlich auch kein Mensch übersehen. Denn das sind dann auch 1:1 Kosten des Erwerbs und man macht sich sozusagen unnötig, man schafft sich, nein, kann jetzt nicht, nein, sorry, nein, in eine schlechtere Ausgangsposition. Nein, das wollte ich jetzt nicht, hier zurück. Für die normale Strukturierung schaut man sich auch immer an, als wenn man startet, fragt man natürlich auch immer, muss man fragen, was habt ihr eigentlich vor? Wollt ihr, seid ihr ein Stratege, der sozusagen langfristig natürlich auch drauf schauen muss, wie kriege ich Dividenden nach oben ins Ausland oder wie kriege ich Lizenzzahlungen ohne Quellensteuer von A nach B gezahlt? Oder seid ihr zum Beispiel jemand, der noch nie Dividenden gezahlt hat während der Haltezeit und vor allen Dingen auf den Exit ausgerichtet ist? Dann wird man natürlich oft schauen, wie kriegt man den möglichst steuerfrei, weitestgehend steuerfrei hin. Auch das muss man immer abprüfen. Ne? Ganz oft, ich gehe hier links weiter, haben wir auch das Thema Managementbeteiligung natürlich im Fokus. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Element, um wirklich Werte zu schaffen und insbesondere für die Zeit nach dem Erwerb muss ich es irgendwie schaffen oder viele versuchen das Management sozusagen auch an Bord zu holen, indem sie ihnen Beteiligungsinstrumente an die Hand geben, die möglichst auch für Sie natürlich zu steuergünstigen, in der Regel eben Beteiligungseinkünfte führen sollen. Ne? Ganz wichtig auch, deswegen habe ich es mit aufgenommen, du hattest es eben schon gesagt, Kai, das Thema Verkäufer, wie hole ich den Verkäufer ab? Auch das ist ein ganz wichtiger Treiber oder ist in der Regel ein wichtiges Thema. Und wenn ich will, gerade im Mittelstand finde ich ja Gesellschaft der Geschäftsführerkonstellation vor, dass derjenige sich dann auch in Zukunft an meinem Akquisitionsvehikel zum Beispiel beteiligt, dann muss ich es schaffen, dass der nicht auch Steuern zahlt auf den Teil, den er sozusagen überrollt oder einbringt oder eben beibehält. Ne? Und das ist etwas, was man, wenn man das als Erwerber gleich mitstrukturiert und richtig mitverkauft, schafft man sich von vornherein natürlich eine bessere Ausgangsposition als jemand, der das nicht tut. Ich will die weiteren Themen jetzt hier nicht weiter ausführen. Wir kommen da sicher in der Diskussion noch drauf, wo wir vielleicht noch mal vertiefend eingehen oder so. Ich springe jetzt einfach mal nach vorne und will mal zeigen, wie so eine klassische Erwerbsstruktur eben oft aussieht. Ja? Wir haben in der Mitte jetzt mal die Aquico. Die Kästchen sind alles Kapitalgesellschaften, oft sind es ja Kapitalgesellschaften dargestellt. Das ist diejenige, das Vehikel, mit dem ich den Kaufpreis bezahlen muss, die ganzen Transaktionskosten bezahlen muss, wo ich also den Abfluss habe zu Closing. Ja? Das ist auch die Gesellschaft, die die Akquisitionsfinanzierung aufnimmt, entweder seitens der Bank oder irgendwelcher Debtfonds. Ja? Und während der Laufzeit habe ich dort den Zinsaufwand, ne, und unten beim Target hätte ich dann sozusagen die Gewinne, die steuerpflichtigen Gewinne. Das ist mal die Ausgangslage. Ne. Ganz oft, das habe ich auch dargestellt, brauchen wir noch
die Ebene oben drüber, die Holdco-Ebene. Das kommt oft vor, insbesondere bei PE-Fonds in der Rechtsform von deutschen AGs. Ne? Dadurch, dass die Banken in der Regel als Sicherheit nicht nur die ganzen Assets vom Targets haben wollen, ja, und die Anteile am Target und die, ja, die Beteiligung eben, sondern eben auch ein Pfandrecht haben wollen über die Anteile an der Akiko, ist das etwas, was, das können deutsche PE-KGs schlicht nicht, rein steuerlich nicht, das würde ihre vermögensverwaltende Struktur gefährden. Deswegen würde man dann oft sozusagen nochmal als Abschirmung so eine Holdco dazwischen schalten. Bei Ausländern, bei ausländischen Investoren ist das auch sehr oft gewünscht von der Bank, weil die Bank nicht gerne im Ausland irgendwelche Verwertungen machen möchte oder Vollstreckungen machen möchte. Ja? So, das heißt, die Holdco habe ich jetzt hier mal dargestellt, weil sie eben auch so oft vorkommt. Wie schaffe ich es jetzt, dass der Schritt 1, der erste Trick, ja, also Standardtrick, wie schaffe ich es jetzt, dass die Aquico eben wirklich nur die Netto mit den Netto-Transaktionskosten belastet ist? Ja? Das geht nur, wenn ich die Aquico mit Leben fülle. Wenn ich es schaffe, Arbeitnehmer des Targets entweder überzuleiten auf die Aquico ganz früh in der Phase, also sozusagen unmittelbar spätestens mit Closing, ja? Wenn ich dort Geschäftsführer anstelle, wirklich auch relevante Positionen, ja? IT, Geschäftsführung, Personal, Rechte, ist alles möglich. Ja? Und wenn ich zudem einen Dienstleistungsvertrag schließe, sodass eben klar ist, dass die Aquico solche Leistungen gegenüber den Target erbringt, und zwar wirklich wesentliche Leistungen, dauerhaft. Ja? Dann schaffe ich es, dass die Aquico als Unternehmer anzusehen ist, und dementsprechend auch grundsätzlich mal, unabhängig jetzt von der gegebenenfalls umsatzsteuerlichen Organschaft, in eine Vorsteuerabzugsberechtigung hineinkommt. Das ist sozusagen einer der Standardtricks, will ich mal sagen. Ja? Was man dann noch nicht geschafft hat, ist der erste Punkt, den ich angesprochen habe. Wie schaffe ich es, die Steuerquote laufend nicht unnötig hoch zu haben? Wie schaffe ich es, Finanzierungsaufwand bei der Aquico mit dem Gewinn des Targets zu berechnen? Ich marschiere nach vorne. Der Klassiker, um das zu schaffen, ist der Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Aquico als Organträger und dem Target als Organgesellschaft. Ja, gibt es bestimmte sehr enge, sagen wir mal, oder strenge Anforderungen. Ich muss die 5 Jahre einhalten und ich habe natürlich nicht nur eine Gewinnabführungsverpflichtung der Tochter, sondern ich habe auch eine Verlustübernahmeverpflichtung der Aquico. Das muss man also wissen. Ja. Und ich kann das auch nicht ab dem, in der Regel eben nicht ab dem Closing machen, ne, sondern ich habe eben letztlich die Anforderung, ich kann den EAV erst machen ab Beginn des Wirtschaftsjahres, zu dem ich also schon die Mehrheit der Anteile gehalten habe. Und es ist dann meistens das Folgegeschäftsjahr des Targets. Es sei denn, ich habe also entweder, ich bilde um Wirtschaftsjahre oder ich habe solche schon und mache sozusagen so Mitternachtsgeschäft. Ne? Aber dann habe ich erreicht, was ich will. Aquico und Targets sind letztlich ein Steuerpflichtiger und ich kann unmittelbar hier, jetzt bin ich gesprungen, ich kann unmittelbar hier diesen Zinsaufwand, ja, hier verrechnen mit den positiven Erträgen und Gewinnen des Tages. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Die zweite Möglichkeit stelle ich gerne auch noch kurz vor. Manchmal mag es sein, ich will gar nicht so eine lange Kette haben, weil das sind ja auch immer Admin-Kosten dann, ne, Laufkosten, Abschlusskosten. Und ich habe vielleicht auch sonst keine Restriktionen, also insbesondere wenn das Target hier keine Immobilie hat oder sonst irgendwas, was steuerlich relevant wäre. Oder ich habe zum Beispiel hier ein Gesellschafterdarlehen mitgekauft, was mir eigentlich auch nicht so gefällt und ich will das auch nicht kurzfristig tilgen, aus was für Gründen auch immer, kann auch
Kapitalertrag steuerlich relevant sein. Dann kann man statt Organschaft, statt IAV, kann man über einen Upstream-Merger nachdenken, die kann man rückwirkend machen. Ja? In der Regel 8 bis im Moment 12 Monate, je nachdem. Ne? Und dann habe ich es auch geschafft, dass ich nicht nur die Beteiligungskette etwas verschlankt habe, vereinfacht habe, sondern ich habe eben auch genau das Ziel erreicht, das heißt Hauptziele, Zinsaufwand versus positive steuerpflichtige Gewinne des Tages kann ich unmittelbar miteinander verrechnen. Ja. Man kann auch über einen Downstream-Merger nachdenken, es ist aber oft mit rechtlichen Problemen verbunden und auch steuerlich oft nicht so elegant hier wegen der Akquisitionsfinanzierung. Aber das sind so die Haupttricks letztlich für die Kapitalgesellschaftswelt aus Erwerbersicht. Und man kann sich vorstellen, man könnte jetzt auch statt der Akiko kann man dieselben Überlegungen grundsätzlich natürlich auch anstellen. Wenn das jetzt hier schon ein bestehendes entweder Akquisitionsvehikel ist, man macht nur ein Add-on, oder das ist halt hier mein strategischer Investor, der schon x Portfoliogesellschaften hat. Ne? Auch dann habe ich letztlich dieselben Themen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Ja, also ich habe jetzt schon viel Zeit beansprucht. Ja, wir können gerne noch über Details sprechen, wir können gerne Fragen aufnehmen, wir können irgendwo einsteigen tiefer. Was sollen wir machen, Karl? Haben sich inzwischen Fragen ergeben? Das kann ich nicht sehen, das kannst nur du sehen, ja, glaube ich. Genau, es kam in der Tat gerade im Moment eine Frage rein, und zwar, wie denn die steuerlichen Überlegungen bei Asset-Deals ausschauen, ob es da Unterschiede gibt im Vergleich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ja, beim Asset-Deal habe ich natürlich auch erstmal das Thema, ich muss auch da zumindest eine abgespeckte DD machen. Ich muss mir schon anschauen, was man da erwirbt, einfach weil eben ich zumindest in einem gewissen Umfang in die steuerliche Situation des Verkäufers da eintrete und auch gewisse Haftungsrisiken übernehme. Ja. Das sollte man also schon wissen. Es kursiert manchmal so nach dem Motto, SED ist ja viel, viel einfacher, muss ich keine DD machen, dem ist nicht so. Ja. Mhm. Für die Strukturierung ist der SED als solches aber natürlich, das sieht man am besten, wenn man vielleicht hier mal reingeht, in der Regel noch ein bisschen einfacher. Warum? Ich habe ja hier gar kein Target. Ne? Ich kaufe hier in die Akiko rein oder in den Strategen rein, wer auch immer, ja. Oder in eine Portfoliogesellschaft, die ich schon habe, kaufe ich weitere Assets als quasi im Geschäftsbetrieb hinein. Ja? Wie gesagt, wenn da Grundstücke drin sind, fällt natürlich Grunderwerbsteuer an. Das kann man nicht vermeiden. Das muss man einfach dann im Funding berücksichtigen. Aber ich habe sozusagen ja automatisch letztlich den operativen Betrieb hier dann in der Akiko. Also entweder benutzt die eine bestehende Finanzierung und nimmt was Neues auf, aber Fakt ist, ich habe ja schon in einem und demselben steuerpflichtiges Subjekt Zinsaufwand und Erträge aus dem erworbenen Geschäftsbetrieb. Das heißt, ich brauche da nichts mehr unternehmen. Ja? Und ich brauche natürlich auch nicht hier diesen Dienstleistungsvertrag oder irgendwas, sondern in der Regel übernehme ich ja schon mit dem Asset Menschen mit und so. Es kommt quasi nur darauf an, was kaufe ich und bin ich sowieso zum Vorsteuerabzug berechtigt mit dem, was das Kaufvehikel tut, und ist auch der Geschäftsbetrieb, den ich kaufe, einer, der sozusagen den Vorsteuerabzug nicht ausschließt, dann habe ich auch kein Problem mit Vorsteuer auf Transaktionskosten. Das ist also insofern aus Strukturierungssicht einfacher. Das kann man schon sagen. Danke dir. Vielleicht darf ich da eine Follow-up-Frage zu stellen. Das Thema Transaktionskosten, Brutto, Netto, ist natürlich ein Thema, das einen immer wieder beschäftigt. Und wir arbeiten da genauso, wie du es auch beschrieben hast, gucken auch immer, dass wir alle Mandate, die wir unseren Beratern gegeben haben, vor einem Signing noch rechtzeitig überleiten auf die Akiko, damit man dann auch am Ende die Vorsteuer ziehen kann. Was wir noch nicht geschafft haben, ist eine Lösung zu finden, dass man die Vorsteuer oder Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer nicht vorfinanzieren muss. Das heißt, in der Regel bezahlen wir die und dann gibt es halt irgendwann 2 Monate später die Erstattung. Mhm. Hast du da eine Idee oder Erfahrung, wie man den Vorfinanzierungseffekt noch vermeiden kann, oder geht das schlicht nicht?
Na gut, also man hat ja ein bisschen das Problem, dass die meisten wollen ja auch eine sogenannte Dauerfristverlängerung. Ja, die meisten wollen ihre Umsatzsteuervoranmeldung sozusagen diesen einen Monat später abgeben, damit sie sozusagen einfach generell mehr Zeit gewinnen für dieses Thema. Da kann ich jetzt nicht ständig hin und her springen. Ne? Ich kann jetzt nicht so ein kleines Add-on machen oder einen kleinen Betriebsteil hinzuerwerbe, das dann ständig ändern, das Thema. Also die Good News ist, anders als bei Vorsteuervergütungsverfahren im Ausland oder so, wo ich wirklich teilweise Jahre warten kann, geht es ja in Deutschland doch sehr, sehr schnell. Also in dem Moment, wo ich die Anmeldung abgegeben habe, dann fangen, also ne, die Fristen sind ja sozusagen sehr eng gestrickt und es gibt auch in der Regel keinen Verzug da, also es sei denn, das Finanzamt hat irgendwelche Zweifel oder so. Ne? Deswegen, also da gibt es jetzt keinen ultimativen Trick, dass man jetzt vielleicht unmittelbar mit Zahlung der Kosten oder so da irgendwas wiederbekommt. Es wird manchmal überlegt, ob man, das kann man natürlich machen, wenn es jetzt Riesenbeträge sind und so, man kriegt das verhandelt, dann kann man ja natürlich sagen, ich zahle dir nur den Nettobetrag, ne? Und würde einen Vorsteuererstattungsanspruch, den die Aquico zum Beispiel hätte, ne? Kann sie ja an ihren Dienstleister auch abtreten. Ne? Das wäre nochmal eine Überlegung, ob man sagt, ich bin dann im Ergebnis im Außenverhältnis so oder so nur mit dem Nettobetrag belastet und der Dienstleister bekommt dann eben die Vorsteuer direkt vom Finanzamt. Das wäre sonst nochmal eine Option. Ja, Verena, in der Tat, das Thema ist, glaube ich, ausreichend komplex und dazu noch sehr, sehr spannend. Insofern kommen sehr, sehr viele Fragen auch rein. Und genau, wir hatten, es kam eine Frage vor einigen Minuten aus der Runde, wie es denn mit steuerlichen Verlustvorträgen ausschaut und ob die auch bei dem Upstream-Merger gesichert werden können. Ja, also ich nehme mal an, der fragende Teilnehmer bezieht sich auf Verlustvorträge des Targets. Ja. Das würde ich unterstellen, ja. Na, da ist die Antwort eigentlich schnell zu machen. Also wir können ja hier nochmal vorspringen. Der Upstream-Merger ist im Fall, das Target hat Verlustverträge, letztlich der absolute Worst Case. Na? Weil im Fall des Upstream-Mergers gehen die Verluste des Targets endgültig unter. Man muss ja sowieso schauen, das muss man immer berücksichtigen, wenn man eine Gesellschaft mit Verlustverträgen erwirbt, gerade hier in dem eben 100%-Szenario, gehen die als solches qua Gesetz sowieso unter, es sei denn, ich komme in die diversen Ausnahmeregelungen. Da gibt es insbesondere diese stille Reservenklausel. Ja? Das heißt also insbesondere in einem nicht-distressed-Umfeld, wo ich also einen positiven Kaufpreis zahle für das Target und dann kommt man entweder in diese stille Reservenklausel oder es gibt auch so eine Fortführungsklausel. Das heißt, ich muss, bevor ich mir die Frage stelle, ob ich durch einen Upstream-Merger die Verluste kaputt mache, muss ich sowieso schon die Frage beantworten, wie schaffe ich es, im Rahmen der Transaktion gegebenenfalls die Verlustvorträge des Tages zu retten, aufrechtzuerhalten, ja, und sie natürlich auch später nicht kaputt zu machen, das ist klar. Aber sozusagen schon beim Einstieg muss ich mir das also anschauen. Und habe ich es geschafft, sie zu retten, um dann einen Upstream-Merger zu machen, dann hätte ich mir den ganzen Aufwand gleich sparen können. Also der Upstream-Merger macht die Verluste des Targets kaputt und die hat der andere Fall hier, Organschaft. Sobald ich die Organschaft etabliert habe, sind die Verluste des Targets gefangen, sagt man. Sie sind also nicht mehr nutzbar innerhalb der Laufzeit der Organschaft. Das heißt, der smarteste Weg, um hier sozusagen möglichst alle Ziele zu erreichen, wäre eigentlich der, dass man sagt, komm, wir bleiben in der Welt hier. Wir nehmen diese Welt. Also nur Dienstleistungsvertrag, Substanz, Barkiko und lassen das Target mal seine Verluste aufbrauchen. Ja? Und zwar warten wir jetzt einfach mal so lange, bis die Verluste da aufgebraucht sind und dann machen wir den Ergebnisabführungsvertrag. Das Bildchen. Ja? Und dann habe ich zwar hier oben bei der Aquico, so, sieht ja keiner so. Entschuldigung. Dann habe ich zwar hier oben bei der Aquico
Verluste aufgebaut durch den Zinsabzug, ne, oder durch die Zinsen. Ne? Aber die sind in dem Sinne nicht gefangen, sondern ich kann sie dann berechnen über den Verlustvortrag, zwar alles im Rahmen der Mindestbesteuerung und so, aber die sind als solche nutzbar dann. Und das wäre einer der Standardwege, um solche Tageverluste sinnvoll zu nutzen. Danke dir. So, wir haben das erste Handzeichen aus der Runde. Der Matthias Hinterleitner von Vectoris Equity hat eine Frage und ich würde es einmal die Stummschaltung aufheben. Das sollte hoffentlich funktioniert haben und wir können jetzt direkt miteinander sprechen. Ja, hört er mich? Perfekt. Tipptopp. Also ich habe im Endeffekt drei Fragen, aber ich glaube, die müssen wir nicht alle durchgehen. Was mich interessieren würde, ist, manchmal ergibt sich ja die Möglichkeit, dass ich eigentlich das operative Target nirgendwo dran schmelzen will, sondern das eigentlich bestehen haben will. Gerade zum Beispiel im Automotive-Bereich, also jetzt vielleicht nicht das en vogue Thema im Moment, aber Situationen ergeben sich immer wieder. Da ist ja eine gewisse GmbH als Lieferant freigegeben. Und ich möchte eigentlich vermeiden, diese Qualifikation nochmal neu antreten zu lassen, weil die durchaus teuer sein kann. Wie gehe ich damit um? Kann ich dann einfach einen Downstream-Merger machen? Steuerliche Implikationen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Was? Also was muss man erhalten? Das Target muss man erhalten, verstanden. Aber was muss man noch erhalten? Also das operative Target muss erhalten bleiben, weil es dort für diese eine GmbH, die dann XY GmbH heißt, mit der hat der Lieferant eine Lieferantenqualifikation, der OEM eine Lieferantenqualifikation durchgeführt. Und wenn ich jetzt anfange, die anzuschmelzen auf eine Holding XY GmbH, dann komme ich möglicherweise in die Situation, dass der OEM sagt, Moment mal, das ist aber nicht die Gesellschaft, die wir freigegeben haben als Lieferant. Und dann muss ich eine neue Qualifikation lostreten. Deswegen will ich zum Beispiel im Automotive-Bereich gerne die operative Gesellschaft erhalten. Habe ich dann die gleichen Möglichkeiten oder habe ich dann Probleme? Gut, Sie könnten ja eigentlich immer trotzdem die Organschaft machen oder stört das den Lieferanten dann auch? Also der ist natürlich eingetragen im Handelsregister. Ja? Aber so wie ich Sie jetzt verstanden habe, wäre das doch dann auf jeden Fall ein Weg, der gehen würde, oder? Durchaus. Die Frage war halt, also und das war ja auch Ihr Hinweis vorher, ich möchte mir vielleicht den Aufwand mit zwei Gesellschaften sparen. Ich möchte ja irgendwann auch die Gesellschaft irgendwie effizient verkaufen und dann ist es immer ein bisschen unattraktiv, wenn ich Admin in der Aktivpo habe und operatives Geschäft im Target. Deswegen will ich am Schluss gerne eine Gesellschaft verkaufen. Und wenn ich das erzielen kann durch einen Downstream-Merger, hat es natürlich Attraktivität versus eine Organschaft. Ja, also ich sage nicht, dass der Downstream-Merger nicht geht, nur es ist tatsächlich um einiges komplexer. Also man muss sich anschauen, was passiert handelsrechtlich mit dem Schmelzungsergebnis. Man hatte ein bisschen das Problem, dass man auf das Target einen ganzen Batzen an Schulden ja auch ablädt durch den Downstream-Merger. Das ist auch steuerlich relevant und es gibt auch so ein paar rechtliche Hiccups mit dem Downstream-Merger. Wenn das letztlich die einzige Option ist, wird man da sicher einen Weg finden, da hinzukommen, aber das ist dann kein sich vielleicht auch ein bisschen zu detailliert jetzt hier für diese Runde, aber den muss man sich sehr genau dann anschauen. Wird man schon einen Weg finden, ne? In der Regel da irgendwie hinzukommen. Danke. Ja, danke, Verena. Es hagelt weiter Fragen ein und ich gebe die mal direkt so weiter. Wir haben eine Frage zur Behandlung vom steuerlichen vom Goodwill und zwar zur steuerlichen Behandlung der Abschreibungen des Goodwills in Deutschland. Ja. Frage ist, wie die steuerliche Behandlung der Abschreibungen funktioniert. Genau. Ja, okay. Entschuldigung. Wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Also ich
Der Kaufpreis, den ich zahle für Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind Anschauungskosten auf die Beteiligung. Ja, und den kann ich in Deutschland nicht abschreiben, gar nicht. Gibt es keine Möglichkeit. Anders sieht das aus, und das muss man klar sagen, wenn das Target in der Rechtsform einer KG besteht, ne, dann brauche ich, dann habe ich aber auch generell ein anderes Strukturierungssetup. Ne? Aber wenn das Target eben eine KG ist, dann ist es so, dass alles, was ich an Mehrpreis zahle, letztlich oberhalb der stillen Reserven von den Assets des Targets, das würde man dann schon einem Goodwill zuordnen, auch für steuerliche Zwecke. Und da erreiche ich dann den Step-up, auch für steuerliche Zwecke, über eine Laufzeit von 15 Jahren. Technik ist da die sogenannte steuerliche Erkennungsbilanz, aber das geht in Deutschland und ist eben, wie gesagt, aber eben ein Spezifikum der Personengesellschaftswelt. Wunderbar, danke dir. Und ich möchte die Runde mal ein bisschen öffnen, Claudius, Christian, damit ihr auch nicht nur zuhört, sondern auch ein bisschen mit zu Wort kommt. Wir haben zwar noch weitere viele Fragen und auf die werden wir auch gleich eingehen, aber vielleicht, Claudius, kannst du nochmal die Investoren- und Käuferbrille ein bisschen mit hineinbringen, denn das sind ja schon sehr, sehr komplexe Sachverhalte, über die wir hier immer sprechen. Und wenn ihr euch im Rahmen einer Transaktion befindet, wie leicht oder schwer ist das, den Verkäufer da auch mit abzuholen und diese Themen ihm näher zu bringen? Gute Frage, wäre ich auch genau darauf gesprochen gekommen, weil es ist immer extrem wichtig, den Verkäufer in der steuerlichen Strukturierung zum einen mit einzubinden, auch dessen Bedürfnisse ganz klar zu berücksichtigen, weil das für den Käufer eigentlich oft relativ einfach ist, wenn er spezielle Wünsche oder spezielle Vorhaben hat. Das ist jetzt eine komplexe Struktur, aber es ist trotzdem noch eine relativ einfache Struktur. Es gibt Strukturen, die über Luxemburg gehen oder sonstige Themen. Mit solchen Themen sollte man auf den deutschen Mittelständler überhaupt nicht zugehen, sondern wir sind auch stets bemüht, mit einfachen Strukturen zu arbeiten, mit deutschen Strukturen zu arbeiten. Und am Ende ist es ja nicht nur den Unternehmer, den man überzeugen muss, sondern muss vor allem auch den lokalen Steuerberater überzeugen. Und der ist natürlich in der Regel kein Gesellschaftsrechts- oder Gesellschaftssteuer-, Transaktionssteuerexperte. Ja. Deswegen ist es immer eine große Aufgabe und muss sich richtig viel Zeit nehmen, damit die Leute auch nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie über den Tisch gezogen werden. Die Einbringung von Anteilen ist enorm wichtig, dass die sauber, gut strukturiert über die Bühne geht. Das Problem nämlich an diesen ganzen Themen ist ja, wenn es schief geht, dann weiß man es ja erst viele Jahre später. Ne? Also wenn mal jemand aufguckt oder wenn mal der Exit kommt. Ja? Und deswegen ist die Steuerthematik eine total wichtige Thematik, wo man sich sehr diszipliniert auch in der hektischen Transaktionsphase immer wieder drauf fokussieren muss, auch wenn man ganz viele andere Themen hat, die einfach sofort Auswirkungen zeigen. Aber das steuerliche Thema fällt dann am Ende dann auf die Füße. Wir machen es ähnlich, wie du es da beschreibst, Verena. Wir schaffen in der Aquico auch in der Regel Struktur oder Substanz. Wir sind ja extrem aktiv und stark im Buy and Build Sektor unterwegs. Das heißt, wir werden nach 2-3 Jahren haben wir neben dem Target unten nochmal 2-3 weitere Firmen hängen und haben dann die Aquico zur sogenannten operativen Holding aufgebaut. Der Unternehmer der Plattform geht dann hoch, wird oben Geschäftsführer, ist dann Gruppen-CEO. Dann werden wir noch so ein paar andere Funktionen geschaffen, sodass wir da in der Lage sind, diese Substanz auch wirklich glaubwürdig nachzuweisen. Trotzdem in dieser Anfangsphase, wo das losgeht, dass man die Substanz aufbaut, ist es, glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst, extrem wichtig, dass du einfach alles so wahnsinnig sauber dokumentierst. Ja? Und dokumentieren heißt nicht nur einfach mal einen schönen Dienstleistungsvertrag abschließen, sondern dokumentieren heißt einfach auch, den ein eigenes Logo zu machen, eine eigene E-Mail-Adresse zu machen und einfach wirklich glaubhaft darzustellen, dass da oben auch operative Entscheidungen getroffen werden. Weil das sind viele Themen, die der Betriebsprüfer dir dann nach 3-4 Jahren stellt oder viele Fragen, die er dir stellt. Um deine Fragen zu beantworten. Man muss die Leute enorm eng abholen und in der Regel ein Steuerberater, weil der Unternehmer sagt, ich verstehe es eh nicht. Und der Steuerberater ist seit 20, 30 Jahren mit dabei,
hat oft schon den Vater oder den Großvater beraten oder der Vater des Steuerberaters. Deswegen ist ein, ja, ein tricky Feld, aber wenn man sich da sauber und sehr transparent aufstellt, kann man da auch viel gewinnen in der Transaktion, wenn man mit so einer relativ einfachen Struktur kommt. Das wäre jetzt genau meine Rückfrage gewesen, wenn du sagst, man kann da viel gewinnen bei einer Transaktion. Hast du auch schon Situationen gehabt, wo ihr euch genau darüber auch differenziert habt? Gerade in den Fällen, wo es vielleicht ein harter Prozess mit einem strukturierten Bieterwettbewerb gibt, dass sich da einige Wettbewerber von euch selbst rauskatapultiert haben, weil sie eben nicht pragmatisch genug mit dem Thema umgegangen sind? Ich würde sagen, in der Asset-Klasse, in der ich jetzt hier bei der Aurelius Wachstumskapital unterwegs bin, weniger. In meinen alten Jobs schon immer mal wieder, ja, wenn es da Fonds gibt, die Investoren haben, die aus Fernost kommen oder die Cayman-Strukturen haben oder ja, einfach nicht so geländegängig sind, was das angeht, sondern in festen Strukturen denken. Und auch oft dürfen die Investmentmanager auch nur so und so agieren, ja, und haben starre steuerliche Richtlinien, wenn man sich da nicht anpassen kann. Ja, das ist am Ende schon ein extremer Werthebel und kann sehr viel Geld kosten dem Verkäufer und sehr viel Sympathie auch kosten. Ja. Und auch vielleicht ein Nebenthema, wir beobachten auch oft Firmen, wo private und steuerliche Themen ineinander gehen. Und da muss man auch total offen und freundlich mit denen reden, wie man es jetzt schafft, Privatvermögen aus der Firma rauszukriegen, ohne dass es steuerlich irgendwelche Implikationen für den Verkäufer mit sich bringt. Wenn man da sagt, ja gut, wir müssen das jetzt so knallhart durchziehen und sind null flexibel, dann wird es oft schwierig, weil es gibt einfach viele Unternehmer, die über 30, 40 Jahre Sachen im Firmenvermögen haben, die da eigentlich nicht hingehören. Ja. So, wir haben noch ein Handzeichen und eine Beteiligung aus dem von den Teilnehmern, und zwar den Johannes Lindinger von SME Industrie. Ich schalte einmal das Mikrofon frei und hoffe, dass das funktioniert. Ja, sollte funktionieren. Dennoch hören wir leider noch nichts. Ja, das scheint leider nicht zu funktionieren. Vielleicht dann doch lieber die Frage nochmal über den Textchat. Oder letzter Versuch? Das scheint leider nicht zu klappen, aber dann kommt die Frage sicherlich gleich über den Chat und dann gebe ich sie dann so weiter. Wir haben in der Tat noch weitere Fragen aus dem Chat, aber lieber Christian, ich würde auch dich ganz gerne noch einmal kurz mit hineinnehmen. Und zwar haben wir jetzt ja gerade viele verschiedene Strukturen gehört und viele verschiedene Aquicos und Holdcos, die durchaus Sinn machen. Wie ist eure Einbindung üblicherweise? Wo werdet ihr bei der Transaktion herangezogen? Also wir sind mit einem Bild gesprochen, vielleicht, wenn man vorher, wir haben gerade einen Architekten und einen Statiker gehört, der die Kreativität eines Deals ja aushandeln. Dann sind wir eher auf der Baustelle und sind ein Dienstleister, um es dann operativ durchzuführen, in dem Aspekt Gesellschaft sofort zu haben. Ich würde jetzt ungern auf den Vorteil von Vorratsgesellschaften eingehen, aber sie sind halt sofort verfügbar. Unsere Reaktionszeit ist auch untertägig. Wenn der Notartermin steht, haben wir da Möglichkeiten, es auch sofort zu liefern. Ich würde gerne drei Punkte vielleicht in Anbindung an die meine Vorredner zu sagen. Einmal eine Lanze brechen für die SE als Vehikel. Die ist in Deutschland auch unserer Erfahrung nach noch zu unterrepräsentiert. Das vielleicht nochmal so allgemein als in die Runde, das Vehikel ist noch nicht so alt wie die GmbH in der Rechtsform. Es hat bestimmte Vorteile, die wir eigentlich sehen, die aber oft nicht genutzt werden und immer noch eine AG oder eine GmbH sogar genommen wird. Also da nochmal eine Lanze brechen vielleicht. Dann zwei Aspekte.
Buy and Build, genau das hattest du vorhin erwähnt, dass wir gesagt haben, ja, es geht dann ja auch weiter und wir verstehen uns ja als Dienstleister und das Thema Transparenzregister ist mir sofort in den Sinn gekommen. Wenn es Buy and Build ist, ab 1.8. diesen Jahres sind alle Gesellschaften im Transparenzregister und dann auch die Veränderung des wirtschaftlich Berechtigten einzuführen. Also genau dieser Prozess, den begleiten wir, weil wir die Servicekette rund um die Vorgesellschaft ausbauen und eben auch ein Transparenzregister-Service anbieten. Also insofern nochmal ein Stück weit auf der Baustelle, aber dann eben in den Folgejahren durchaus Dinge, die vielleicht handwerklich nicht spannend sind, aber die, wenn sie nicht funktionieren, dann das Gebäude zusammenbrechen würden. Und der dritte Aspekt ist auch, Claudius, dein Stichwort. Es gibt bei Transaktionen werden Vermögensbestandteile entdeckt, die da nicht hingehören. Wir nennen das manchmal so das Gesellschaftsmessitum, dass wir einfach sagen, Vorgesellschaft kann man da auch zu benutzen oder so eine Transaktion dann zu nutzen, um mal klar Schiff zu machen, Dinge zu bereinigen, Strukturen zu bereinigen und ja die Töpfchen zu bilden und das eben auch ASAP sozusagen. Das wären so nochmal drei zusätzliche Aspekte, die ich in die Runde werfe. Ansonsten sind wir bei Deals immer erst danach, wenn Deal geschlossen ist, Tinte trocken und dann innerhalb von Stunden. Eingebunden werden wir tatsächlich sehr oft schon, wenn der Deal in der Anbahnung ist, um sich einfach die Gesellschaft zu sichern. Dafür haben wir auch ein Online-Tool, wo auf Knopfdruck die Gesellschaft für einen gewissen Zeitraum. Ne? So. Also eingebunden, ja, gerade bei Holdingstrukturen, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier eine gestaffelte Struktur, die bauen wir, wenn es 25 SE gibt, die hat nicht jeder auf Tasche, sondern das hat immer meistens einen gewissen Vorlauf. Also es lohnt im Vorlauf kurz einen Anker zu werfen und dann zu sagen, da kommt was. Es kostet auch nichts. Also. Sehr gut, danke dir, Christian. So, der Johannes Lindinger hat sein Mikrofon in den Griff bekommen und wir versuchen es jetzt nochmal. So, jetzt sollte es funktionieren. So, ich hoffe, man hört mich jetzt. Jetzt hört man Sie perfekt. Wunderbar, vielen Dank und Entschuldigung, hier ist immer dann irgend noch eine Einstellung, die fehlt. Ja, ich habe noch eine Frage an den Claudius Plettenberg und die Verena Scheibe. Und zwar, wir sind als Beteiligungsgesellschaft eher so aufgestellt, dass wir ja nicht exit-orientiert sind, sondern ja kleinere Firmen kaufen und jetzt auch nicht zwingend eine Buy-and-Build-Struktur verfolgen. Das heißt, das Thema, dass ich ja in der Aquico eine Struktur aufbaue, erscheint mir jetzt so ein bisschen zu komplex. Zweite Frage auch klassisch in dem Zusammenhang. Die Akquisitionsfinanzierung will ich eigentlich auch früher oder später im Target haben. Wie strukturiert es Aurelius oder wie kann man das grundsätzlich strukturieren, wenn ich eben keine Aquico habe oder beziehungsweise die verschmelze? Also wir haben es damals mit dem Downstream-Merger gemacht. Das ist nicht ganz einfach, hat aber alles gut geklappt. Eigentlich um diese ganzen, um das sozusagen klassisch zu vereinen. Die Frage hatte ja vorhin schon jemand gestellt. Ich habe dann eine Gesellschaft, die zahlt die Schulden ab und muss da auch gegenüber einem Betriebsprüfer habe ich da eigentlich keine Probleme. Gibt es solche Strukturen auch bei Aurelius oder macht ihr das immer über eine Aquico oder andere Ideen? Nee, also bei mir in der Unit der Aurelius Wachstumskapital machen wir es immer über eine Aquico. Wir machen es aber auch immer über den eben beschriebenen Ergebnisabführungsvertrag und die umsatzsteuerliche Organschaft. Ob man dann in ein paar Jahren mal eine Verschmelzung durchführt, das kann immer mal sein, aber es ist bei uns nicht strukturiert angedacht. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, wir sind hier wirklich eine große Gesellschaft mit großen Strukturen, sodass wir es beispielsweise auch schaffen, eigene Gesellschaften zu gründen, ja, also Vorratsgesellschaften selber zu gründen. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel Zeitaufwand und Adminaufwand dahinter steckt. Wenn man eine kleine Struktur im Rücken hat, dann kann man das gar nicht selber darstellen. Wir haben hier ein großes Controlling-Accounting-Team, sodass es für uns jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir da noch eine Aquico mit betreuen müssen. Wir lassen uns da lieber die Flexibilität und lassen die weiterlaufen. Und wenn es dann vor einem Exit mal angebracht ist, sie zu verschmelzen, dann kann man das noch tun, aber ist bei uns nicht strukturell angelegt. Also ergänzend die Akquisitionsfinanzierung, wie bedient ihr die dann über die Struktur? Ich kann ja nicht den Dienstleistungsvertrag unendlich in die Höhe schrauben, um da noch Zins und Tilgung abzudecken. Nee, also entweder mal über Upstream-Darlehen vom Target nach oben. Und sobald der ERV in Kraft ist, werden die Ergebnisse ja eh automatisch in die Aquico abgeführt.
Und so bedienen wir dann Zins und Tilgung. Okay, danke. Gerne. Ich will vielleicht noch ergänzen. Also es gibt ehrlich gesagt, wenn man Akquisitionsvehikel hat, ein eigenes, gibt es eigentlich keinen anderen Weg mit dem Vorsteuerabzug auf die Transaktionskosten. Ne? Also das muss man dann sonst eben in Kauf nehmen, dass sie dann eben doch mal brutto zu tragen sind. Wie gesagt, das wäre was anderes, wenn die Käufergesellschaft sowieso schon sozusagen People und Manpower hat zum Beispiel und sowieso schon vorsteuerabzugsberechtigt ist. Ne? Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber auch da bräuchte ich dann den Dienstleistungsvertrag gegenüber dem, wie Sie sagen, kleinen. Gut, vielen Dank. Ja, vielleicht waren bei uns die Transaktionskosten so gering, dass wir den Schaden in Kauf genommen haben. Ich weiß es gar nicht mehr, ohne viele externe Berater, sondern sehr hemdsärmelig. Insofern kann das durchaus sein. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ja. Dankeschön. Wir haben noch eine weitere Detailfrage, und zwar bei einem Beispiel, wo es darum geht, dass nur bei einem KMU das operative Geschäft erworben werden soll, nicht aber die Betriebsimmobilie. Ob es da für den Verkäufer die Möglichkeit gibt, die Immobilie auf eine steuergünstige Art und Weise aus der operativen Gesellschaft herauszulösen? Also da gibt es zumindest kein Standardwerkzeug, so wie ich es jetzt hier beschrieben habe. Und es gibt auch in dem Sinne kein Quick-Fix für das Problem. Ne? Also es gibt Möglichkeiten der steuerneutralen Übertragung, auch zum Beispiel Personengesellschaften und so weiter. Aber da gibt es Nachhaltefristen, Vorbehaltefristen und. Und es ist natürlich auch, muss man dazu sagen, das Thema Immobilien ist ja auch und auch Grunderwerbsteuer ist ja immer mehr im Fokus jetzt auch der Gesetzgebung. Wir haben jetzt erst dieses Jahr die 90-10-Änderung bekommen. Und wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut, dann soll sich das nochmal verschärfen, die Grunderwerbsteuer bei Share Deals, um eben irgendwas anderes zu finanzieren, den Erwerb von Immobilieneigentum von, ich sag's jetzt mal, Privatpersonen. Ja, das will man fördern und dementsprechend die Share Deals noch weiter bestrafen. Also da muss ich enttäuschen, da gibt es keinen einfachen Weg, Immobilie steuerneutral und dann auch noch ohne Grunderwerbsteuer rauszuziehen und dann direkt danach die Anteile am verbleibenden Vehikel zu verkaufen. Das funktioniert so nicht. Danke dir. Eine weitere Frage an dich, Verena, und zwar wie gegebenenfalls in der Due Diligence aufgedeckte Vermögenswerte zu einem ungewollten Steuerevent führen können. Aufgedeckte Vermögenswerte. Also erstmal ist es ja so, wenn ich jetzt einen normalen Share Deal mache, passiert ja nichts beim Target. Ne? Mhm. Also Target in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. Also jetzt mal unterstellt, da ist keine Immobilie drin und wir haben keinen Grunderwerbsteuer. Also insofern durch einen reinen Anteilsverkauf kann nur ein Steuerevent beim Gesellschafter, also beim Verkäufer eintreten und nicht beim Target. Das ist was anderes, wenn das Target eine KG ist. Das ist natürlich ganz wichtig zu beachten, insbesondere wenn ich KG-Anteile kaufe von nicht natürlichen Personen. Ich habe also nicht den Mittelständler, der seine einzige Betriebs-KG verkauft und auch alles andere letztlich mit überträgt oder ins Privatvermögen überführt, dann habe ich das Problem, dass ich durch den Verkauf bei der Target-KG Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn auslöse. Ne? Das heißt, ich habe eine klassische Veräußerersteuer in meinem Target ausgelöst. Und da muss ich natürlich vertraglich schauen, dass ich das entsprechend auch abgebildet bekomme, weil du guckst sonst nachher als Erwerber in die Röhre, wenn sie die Hälfte der Steuerlast des Verkäufers auch noch selber tragen dürfen. Ja, das muss man schon vernünftig aufsetzen. Klar. Danke dir. Christian, eine Frage nochmal an dich. Du hast gerade über die SE gesprochen und vielleicht kannst du da einmal kurz die Vorteile der SE als Aquico im Vergleich zur GmbH nochmal erläutern.
Also das würde ich fast ungern tun, weil wir keine Rechtsberatung tun. Ich wollte das wirklich nur als Bewerbung dieser Rechtsform nehmen. Das Stichwort war auch da wiederum von Claudius oder auch von Verena, wenn es um Mitarbeiter-Mitbestimmung geht. In der Konstruktion wäre ein Aspekt. Aber wir sehen es einfach an den Zahlen und an der Handhabung, dass da fast kaum oder viel zu wenig Anfragen kommen. Wenn Anfragen oder wenn SE gegründet werden, dann sind das immer bei uns oder bei unseren Wettbewerbern die Deutsche Vorratsgesellschaft. Also die Selbstgründung einer SE sehen wir kaum im Markt. Das sehen wir an den Auswertungen der Handelsregisterdaten, die wir machen. Also da wird immer das Vehikel genommen. Aber die Anzahl selber erscheint uns noch zu gering sozusagen. Auch im europäischen Vergleich. Und darf ich meine Joker-Frage an dich stellen, Christian? Also habt ihr denn auch Vorratsgesellschaften, die sozusagen alle Monatsenden abbilden? Also habt ihr abweichende Geschäftsjahr in eurem Portfolio? Nee, das haben wir, überprüfen wir laufend auf Attraktivität Richtung Marktnachfrage. Wir gründen laufend, aber wir haben sie nicht, wir werden sie nicht gestaffelt bei uns im Bestand haben, auch nicht, also unterjährig und auch nicht verschiedene Jahrgänge. Das ist tendenziell immer eher ein angloamerikanisches oder britisches Habitus in der Anmutung, ich kaufe mir eine Historie, die es in Deutschland dann nicht mehr gibt, weil sie mit Übertragung ja abgeschnitten wird. Also, aber unterjährig gab es in der Vergangenheit kaum Nachfrage, aber wir evaluieren das täglich sozusagen im Team. Okay, gut. Ich hätte noch eine Frage zur Vorratsgesellschaft. Also die Anteilsübertragung, die geht ja extrem schnell. Was dann doch manchmal ein bisschen länger dauert, ist dann das Konto der Vorratsgesellschaft freizuschalten, weil das ja durch die ganzen KYC-Regularien erstmal gesperrt ist. Ja, da liegt da so ein Stammkapital, du kommst da nicht ran. Wie ist so deine Erfahrung, wie schnell schafft man sowas freizuschalten? Hängt natürlich von der Struktur ab, ob man mehr deutsche LPs hat oder internationale, aber grundsätzlich, mit welcher Bank arbeitet ihr da zusammen? Und vielleicht das auch anekdotisch, ich treffe immer mehr und mehr Banken, die wollen gar keine Konten mehr gründen für solche für Kaufvehikel. Die sagen, das bringt uns nur Reputation-Risiko und eigentlich auf der Upside-Seite nur die Kontoführungsgebühr. Also das ist leider für uns nicht nur anekdotisch, sondern eher substanziell im Geschäftsmodell. Also es gibt verschiedene Banken, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben, die sich aus dem Bereich komplett verabschiedet haben, aus internen Compliance-Gründen und Nichtverständnis, was das eigentlich ist, Vorratsgesellschaft, de facto in der Compliance-Bewertung. Wir gehen dazu über, mit lokalen Banken lokale Netzwerke zu gründen, wo wir im 1-zu-1-Gespräch das Geschäftsmodell und auch was ist das Vehikel Vorratsgesellschaft eigentlich in der Compliance-Bewertung, in der KYC-Prüfung, machen und wo wir sagen, wir müssen selber als Gründer der Vorratsgesellschaften den gleichen KYC-Prozess durchführen, auch dokumentieren, den die Bank hinterher macht. Das heißt, wir bauen jetzt gerade Ketten, wo wir sagen, wir machen die KYC-Prüfung und die Daten, die wir dazu heranziehen und die wir dann für uns beurteilen, sind die gleichen Daten, wie die Bank sie braucht. Beurteilt es natürlich dann anders, sagt dann noch mehr den Geschäftszweck und solche Dinge. Aber die Datenbeschaffung, und die sagen wir, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn sich jede Abteilung das selber rannimmt, weil das auch relativ zeitintensiv ist und vor allen Dingen mittlerweile auch gerade im internationalen Bereich sehr teuer ist, wenn man pro Berechtigten oder pro Person 80, 90 Euro braucht, um weltweit das abzumachen. Das summiert sich schnell auf und der Zeitverzug ist natürlich unglaublich. Also insofern bauen wir da einen Bypass und sind dabei jetzt gerade auch mit Online-Banken einen digital durchgängigen Prozess zu stricken, weil das macht im Moment gar keinen Sinn, wie es gerade läuft. Das ist Papier, Postkutsche und das Schnellste ist die E-Mail. Aber ansonsten ist es immer ein einzelnes Dokument, was durch den Prozess getragen wird. Danke dir. Wir nähern uns dem Ende zu. Wir haben noch ein, zwei offene Fragen, über die wir auch gleich nochmal sprechen können, aber nochmal die Aufforderung, auch wenn es nochmal Diskussionsbedarf gibt, nochmal ein Handzeichen zu geben, dann können wir nochmal direkt diskutieren, wenn es brennende Rückfragen gibt. Und da in der Tat, der Kai Petersen von MediaMate meldet sich. Ich hoffe, jetzt sollten wir beisammen sein. Zu verstehen?
Ja, klappt perfekt. Wunderbar. Ich hatte noch mal eine Frage gestellt im Kontext dessen, was vorhin das Thema Umsatzsteuervorfinanzierung angesprochen wurde. Ob man das nicht einfach dadurch lösen kann, dass man sich zunächst mal kein Honorar zahlen lässt, sondern einfach ein Darlehen in Nettohöhe geben lässt und erst nach der Transaktion dann die Gesamttransaktion einfach fakturiert inklusive Umsatzsteuer und das gegen die Darlehensrückforderung saldiert. Ein Darlehen an die Berater? Genau. Okay. Ja, also die Akiko, also habe ich so noch nicht gesehen, muss ich gestehen, ist mir so noch nicht untergekommen in meinen Transaktionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die Akiko als solches ja dadurch, dass sie ja auch das finanzierende Vehikel ist, ich weiß nicht, ob das so, das wird man sicher mit der Bank abstimmen müssen, ob die ihrerseits Darlehen irgendwohin vergeben darf. Ja? Das geht ja aber vielleicht, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber klar, das Der einzige Gedanke war, ob es jetzt ein Darlehen gibt, das an die Berater gezahlt wird oder eine Rechnung. Im Ergebnis fließt es an den gleichen und der Bank dürfte es auch einfach erklärbar sein. Das weiß ich nicht, ob es so einfach erklärbar ist, aber ja, kann ich mir vorstellen, weil im Grunde ist es ja ein ganz kurzfristiges Thema im Grunde. Ne? Wenn ich von vornherein die Verrechnung davor sehe, so wäre ihre Logik, ne? Dass ich von vornherein in diesen Darlehensvertrag reinschreibe, das ist dann eben spätestens dann zu tilgen, wenn da die Rechnung gestellt ist oder wie. Genau, da so könnte man es gestalten. Die Frage war ja im Wesentlichen, ob es eine steuerliche Fragestellung löst. Und das war ja der Kern des Gesamten, dass vorhin das Thema Umsatzsteuervorfinanzierung als steuerliche Fragestellung im Raum stand. Ja, aber so wie, also die Akiko würde ja den Bruttobetrag finanzieren müssen, oder was ist ihre? Nö, letztendlich ist es ja so, die Berater brauchen das Geld, um Gehälter zu bezahlen, pragmatisch formuliert. Denen fließt der Betrag netto zu, die können ihre Gehälter zahlen. Dann läuft das Projekt Platzhalter 5 Monate, es ist fertig, die Rechnung wird gestellt, die Rechnung wird saldiert, es wird letztendlich nur noch die Umsatzsteuer gezahlt, die wird erst in dem Moment ans Finanzamt fertig, wenn das Projekt abgeschlossen ist und gezahlt wird, Thema erledigt. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen, was der sogenannte Berater dann macht. Ja, ganz, da gibt es natürlich auch, wenn Sie sich zum Beispiel das Thema Commercial DD anschauen oder eine sehr frühe Phase, da entsteht dann natürlich beim Provider gegebenenfalls die Umsatzsteuer sogar bevor er die Rechnung gestellt hat. Ne? Dann hilft Ihr Trick auch nicht weiter. Ja? Weil da kommt es ja auch das Ausführen der Leistung an, da muss natürlich eine abgeschlossene Leistung sein. Aber das müsste man dann ein bisschen im Hinterkopf behalten, mal anschauen, ne? Ob das dem Dienstleister wirklich hilft hier. Ne? Danke. Ja, vielen Dank dann auch von mir in die Runde. Die Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Dennoch haben wir weiterhin ein paar offene Fragen und auch offene Handzeichen. Ich muss mich jetzt leider aber an der Stelle entschuldigen, dass wir auf die in dieser Runde nicht noch weiter eingehen können. Aber, liebe Verena, lieber Claudius, lieber Christian, das schreit ja schon fast nach einer zweiten Runde des Webinars, denn selten hatten wir, oder besser gesagt noch nie, hatten wir so viele Teilnehmer und auch die Interaktion mit sehr vielen Fragen, sehr vielen Handzeichen und einer regen Diskussion hatten wir in der Form so fast noch gar nicht. Und insofern will ich doch mal den Gedanken nachher mit euch nochmal aufnehmen, ob wir nochmal eine zweite Runde machen und da dann vielleicht auch sogar im Vorfeld die Fragen der Teilnehmer abfragen, sodass wir dann noch gezielter darauf eingehen können. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die rege Anteilnahme und für die Diskussion. Im Nachgang wird die Aufzeichnung des Webinars jedem verfügbar gemacht und ich hoffe, das war sehr, sehr spannender und sehr, sehr gehaltvoller Content nochmal kurz vor dem Wochenende.
Und verabschiede mich jetzt auch damit. Ihnen allen ein gutes Wochenende, wenn es dann soweit ist. Und ja, hoffentlich bis bald. Dankeschön. Super. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. An der Wiederholung. Tschüss.